Hallo, guten Abend. Mein Name ist Christopher Poland. Ich bin der leitende Oberarzt im Krankenhaus Altona in der Asklepios Klinik in der Viszeral- und Allgemeinchirurgie. Ich möchte Sie herzlich zu unserem Webinar heute Abend begrüßen. Wir haben ein relativ komplexes Thema, wo es darum geht, dass wenn man nun von Tumorerkrankungen im Bauch getroffen ist oder der Speiseröhre, was sich dann eigentlich anschließt. Nun ist das natürlich eine Lebensphase, in der man selber sich hoffentlich nie befindet und wenn meistens ja doch eben nur ein einziges Mal, aber es gibt ja doch immer Angehörige, Bekannte, die vielleicht da gerade betroffen sind. Und unter Umständen ergeben sich eben aus dem, was ich Ihnen darstellen kann, dann weitere Fragen. Schön wäre es, wenn Sie die am Ende einfach stellen könnten. Ansonsten ist es völlig unproblematisch natürlich und ganz niederschwellig auch uns direkt zu erreichen. Das geht über unser chirurgisches Sekretariat. Die Nummer gebe ich nachher noch an. Oder es lässt sich auch problemlos über unsere chirurgische Sprechstunde in der Asklepios Klinik Altona in der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie machen, dass Sie da ganz niederschwellig und wenn Sie Bescheid sagen, Poland hat gesagt, ich kann am gleichen Tag kommen, dann kriegen Sie auch am gleichen Tag einen Termin. Ja, dann fangen wir mal an. Ja, wie geht es denn nun weiter, wenn man sowas Furchtbares hat? Eine Tumorerkrankung. Für uns ist es so, es gibt uralte medizinische Prinzipien und die sind nicht, sie sind römisch, aber sie sind nicht von Hippokrates oder sonst irgendwem, dass man zuallererst mal nicht schädigen soll. Erst zum Zweiten den Patienten bewahren und zum Dritten möglicherweise heilen kann, aber mit seinen Maßnahmen im wenigstens nichts noch zusätzlich an Schaden anrichtet. Wir wollen grundsätzlich in der Chirurgie natürlich durch unsere doch ziemlich brutalen medizinischen Maßnahmen ein anhaltendes Überleben sichern, denn darum geht es natürlich als Wichtigstes. Oder die Lebensprognose, die bedroht ist durch eine Erkrankung, möglichst verlängern. Und das Gleiche aber natürlich, ohne dass der Patient, die Patientin furchtbar viel an Lebensqualität dabei verliert und damit das Leben eigentlich nicht mehr lebenswert ist. In die Prognose, um die es ja geht. Wir müssen auch erstmal überhaupt wissen, wie gefährlich ist das Ganze eigentlich, was wir da vor uns haben. Fließen verschiedene Kriterien mit ein. Das eine ist, der Tumor spielt eine große Rolle natürlich. Man versucht, den möglichst präzis zu beschreiben mit verschiedenen, ja, Kriterien, die wir da anlegen können. Unabhängig von diesen schon etablierten Kriterien benehmen sich aber, und das wissen wir eben aus jüngerer Zeit, weil wir viel, viel, viel mehr auch aufgrund von immunologischen, molekularen Oberflächeneigenschaften bösartiger Zellen wissen, dass sich Tumoren eben vollkommen unterschiedlich verhalten, auch wenn sie von draußen gleich groß aussehen. Da ist also sehr viel Bewegung momentan in der auch vor allem onkologischen Therapie. Dann ist es so, Patienten bringen natürlich ihre eigenen Probleme mit. Wie alt ist jemand? Wie krank ist er? Ist er umsorgt oder nicht? Solche Dinge spielen erstaunlicherweise auch für das Überleben oder Nichtüberleben einer bösartigen Erkrankung eine Rolle. Und zum Schluss ist es natürlich, wie verläuft die Behandlung? Da spielen Faktoren eine Rolle, wie erfahren ist der Chirurg? Hat er das schon häufiger gemacht? Ist es im Haus etabliert? Ist es womöglich gar ein Zentrum, das sich, wo das gesamte System inklusive Intensivstationen, Aufnahme auf den Stationen, alle eigentlich gut mit einer derartigen Erkrankung auskennen? Sowas spielt eine erhebliche Rolle und inwieweit man den Patienten vom Tumor hat befreien können. Um überhaupt zu beschreiben, was ist denn das da für ein Tumor? Macht man ein Tumor-Staging? Und da fließt ein, dass man einerseits guckt, da gibt es also verschiedene Kriterien, wie tief wächst beispielsweise der Tumor, der häufiger am Magen-Darm-Trakt vom Innersten ausgeht, des Darminneren und sich dann in die Wand ausbreitet und aus der Wand in möglicherweise Nachbarorgane wächst. Wie tief ist er da eingewachsen? Denn das spielt eine große Rolle für das Metastasierungsverhalten. Dann möchte man wissen, sind Lymphknoten, in die als erste Station eigentlich bösartige geschwulste Metastasen streuen, sind die betroffen? Wenn, wie viele und in welcher Entfernung? Man fragt sich, ob schon irgendwo Metastasen in anderen Organen, in der Lunge, in der Leber sitzen. Dann gibt es noch andere, die man anlegen kann und inwieweit der Tumor noch dem ursprünglichen Gewebe ähnelt, denn auch das spiegelt ein bisschen die Bösartigkeit der Erkrankung wider. Je entdifferenzierter, so sagen wir, umso schneller wächst er und umso bösartiger ist er. Klingt gemein. Solche Geschwulste sind häufig andererseits aber eben diejenigen, die sich, weil sie Chemotherapien funktionieren, häufig darüber, dass sie Zellteilung hemmen. Der sich schnell teilende Tumor ist auch besonders gut in der Chemotherapie zu attackieren. Ein sich ganz langsam teilender, der noch sehr dem Naturgewebe entspricht, teilt sich langsam, ist schlecht attackabel. Ein bisschen größer. Es sind also sehr viele Fragen, die wir überhaupt erstmal an die Untersuchungen, die vor der Operation stattgefunden haben, stellen und die auch hinterher noch gestellt werden. Denn wir richten zwar unsere Vorbehandlung, unsere chirurgischen Maßnahmen
an dem aus, was wir von unseren Kollegen aus den entsprechenden diagnostischen Feldern gesagt bekommen. Aber natürlich muss der Pathologe am Ende der Operation uns sagen, wie ausgedehnt es nun zumindest zum Zeitpunkt der Operation noch war. Und davon leiten wir auch viel Behandlung. Nun ist anhand dieser Kriterien, dieses T-Stadiums und wie viele Lymphknoten betroffen sind und ob Fernmetastasen vorliegen, ja oder nein, für die unterschiedlichen Formen, Speiseröhrenkrebs, Magenkrebs, Darmkrebs, Leberkrebs und so weiter, ein System entwickelt, das aus diesen verschieden ausgeprägten Stadien bestimmte oder Qualitäten bestimmte Tumorstadien gießt. Und diese Tumorstadien fassen möglichst immer Patientengruppen zusammen, bei denen eben die Bedrohung durch die Geschwulst gleich groß ist. Aufgrund von neuen medizinischen Kenntnissen schwingt das immer so ein bisschen hin und her und Menschen, die also früher noch wegen Lymphknotenbefall zum Beispiel bei bestimmten Erkrankungen ganz stark bedroht waren, hat man gegen die ein potentes Chemotherapiemittel zur Hilfe im Rahmen einer Operation, dann rutschen die möglicherweise in ein günstigeres Stadium, bleiben aber eben anhand der Stadien vergleichbar. Also es ist ein schwieriges Geschäft. Hinsichtlich der Prognose ist es so, dass sich die unterschiedlichen Krankheiten, die man im Bauch antreffen kann, sehr unterschiedlich benehmen. Vergleichsweise günstig ist, wenn man nun schon von so einer Erkrankung geschlagen ist, dass man mit einem Dickdarmkrebs und vielleicht Mastdarmkrebs, wobei die sich ein bisschen fieser sich verhalten, noch relativ gut, wenn man ein frühes Tumorstadium erwischt hat, eine Heilung erwarten kann. Schon dann, wenn Lymphknoten betroffen sind, schon dann erst recht, auch wenn man bestimmte Metastasen in anderen Organen hat, ist die Bedrohung durch diese Erkrankungen sehr hoch, sodass es durchaus eben sein kann, dass man keine 5 Jahre mit sowas überlebt. Bei Magenkrebs ist es so, dass metastasierte Tumoren selten 5 Jahre lang überstanden werden. Es gibt aber immer wieder Einzelfälle, wo das eben doch passiert. Speiseröhrenkrebs sehr gefährlich. Es ist ohnehin so, dass man zwar bis 70% Langzeitüberleben, also 5-Jahres-Überleben finden kann, aber es ist schon ab dem Fall, dass Lymphknoten betroffen sind, eine sehr gefährliche Erkrankung, die selten leider lange überlebt wird. Die Bauchspeicheldrüse, überhaupt auch nur 15% ungefähr der Patienten, die wir sehen, kann man überhaupt mit heilender Intention behandeln. Das ist immer die Operation. Der leider überwiegende Teil der Patienten, der mit dieser Erkrankung auffällt, da kann man schon gar keine Heilung mehr erreichen. Der gesamte Magen-Darm-Trakt ist eigentlich mehr oder minder gleich aufgebaut. Hier habe ich Ihnen mal so ein histologisches Bild mitgebracht, also unter dem Mikroskop und schon gefärbt. So hübsch magentafarben ist es normalerweise nicht. Und man sieht hier auf die Zotten. Das ist nur einfach nur mal zur Illustration, wie kompliziert unsere Entscheidungsfindung ist und in welchen winzigen Maßstäben man sich bewegt. Was Sie hier sehen, ist so eine Dünndarmzotte, dieses hier. Die hat außen ein Epithel, so heißt es, also eine einzelne Zellen, die hier so palisadenartig nebeneinander stehen, dicht an dicht an dicht an dicht, sie sind sehr geschlossen nach außen hin. Hier ist das Darminnere, hier ist das sogenannte Stroma, Blutgefäße finden sich da, auch Lymphgefäße. Das sind hier in diesen Zotten sehr kleine. Es ist so, dass man tatsächlich die Eindringtiefe eines Tumors, der in dieser obersten Schicht beginnt und dann in die Wand hinein wächst, sitzt da hier oben noch im Epithel, ist es noch gar kein Krebs. Er muss diese sogenannte Basalmembran, auf der sitzen nämlich diese Epithelzellen, überhaupt durchbrochen haben, damit er überhaupt ein invasives, ein einbrechendes Wachstum hat. Erst das ist das Kriterium für Bösartigkeit, für Malignität. Wie gefährlich er sich dann verhält hinsichtlich seiner Metastasierung in andere Organe über das Lymphgefäßsystem oder über Venen, die das Blut ja wegtransportieren, das hängt davon ab, wie weit er dann einwächst, ob er Schichten erreicht, in denen große Blutleiter sind. Und das kann ich Ihnen anhand dieses Bildes viel deutlicher noch zeigen. Hier sieht man nochmal so eine Zotte, die hier dieses sogenannte Epithel, also diese dicht an dicht stehenden Zellen hat. Das ist dieses lockere Zeug dazwischen, da habe ich jetzt die Zellen weggelassen. Und in diese Zotten hinein läuft ein Lymphgefäß und in die Zotten hinein läuft so ein Blutkapillarsystem. Es ist so, dass der Tumor, wenn er durch diese Schicht bricht, tatsächlich diese Krebsigkeit erreicht. Und man kann sich vorstellen, wenn er durch erst weitere Schichten wächst, erreicht er überhaupt große Blutleiter, um darüber tatsächlich gefährlich zu werden, Metastasen zu entwickeln. Und die entscheidende Schicht ist die Muskelschicht, eine ganz dünne, die sich ausspannt zwischen der Schleimhaut, dem Bereich, wo diese Zotten sitzen, und diesen kleinen Blutgefäßen und einer, heißt Submucosa, Unterschleimhautschicht. Und das ist im Millimeterbereich, sodass in diesem Bereich sich viel abspielt. Denn wenn man ganz oberflächlich, ich gehe nochmal schon eins weiter, wenn man Tumoren hat, die nur ganz oberflächlich eindringen, hat man in so seltenen Fällen
Lymphknotenmetastasen, dass man diese Patienten gar nicht so radikal operieren muss, dass man die betroffenen, möglicherweise betroffenen Lymphknoten mit entfernt, sondern hier können unsere endoskopischen Kollegen vom Inneren des Darmes solche Geschwulste noch ausschälen. Und das geht, wie sehen Sie, sind 1000 Mikrometer, also sozusagen ein Millimeter. In diesem Bereich spielt sich das Ganze ab. Und ob das nun so weit eingedrungen ist oder so weit, das sind im Mikrometerbereich die Unterschiede und die Fragen an den Pathologen, wie weit ist es nun tatsächlich eingebrochen? Mal zurück. Also, die Tumoren entstehen in der innersten Schicht und das ist eigentlich bei der Speiseröhre, wie beim Magen, wie beim Dünndarm, wie beim Dickdarm, wie beim Mastdarm der Fall und wachsen dann in diese äußere. Der Darm ist, genau wie der Magen, in Teilen, aber fast alle Organe sind ähnlich aufgebaut. Die Hohlorgane sind, es gibt diese Epithelschicht, dann ein lockeres Gewebe und dann kommt eine Muskelschicht, die sowohl ring- als auch längsförmig verläuft. Wenn der Tumor durch diese erste Muskelschicht durchwächst, erreicht er Lymphgefäße durchaus schon und hat eben ein gewisses Risiko, dass er Lymphknoten erreichen kann. Er muss aber schon eigentlich noch deutlich weiter invasiv wachsen, um Blutgefäße so zu erreichen, dass er dann mit dem Blutstrom seine Metastasen abtransportieren lassen kann. So viel zum Wachstum und zu den Unterschieden und den Fragen hinsichtlich der Oberflächlichkeit und wie das Ganze möglicherweise in der Prognose ist und welche Behandlungsverfahren entfernender, resizierender Art die richtigen sind, um dann eben abzuschätzen, was müssen wir denn machen? Müssen wir noch viel andere Fragen stellen als Chirurgen, nämlich was für ein Tumor haben wir, wie schnell wächst er? Gibt es möglicherweise eine zweite Krebserkrankung? Oder kann man denn eigentlich anhand der Informationen, die wir haben, sagen, gut, wir haben überhaupt eine Chance, ihn am Ort rauszukriegen? Oder sind so lebenswichtige und nicht entfernbare Strukturen in unmittelbarer Nähe oder schon von einer Geschwulst umwachsen, dass man es gar nicht entfernen kann? Gibt es schon Metastasen im Hirn, im Knochen? Wie groß ist andererseits, wenn man denn nun sagt, gut, wir versuchen es zu entfernen, wie groß ist denn das Risiko, es wirklich vollständig zu entfernen? Es ist so, dass wir genau wissen müssen, natürlich, wo sitzt das? Wir müssen genau wissen, auch was der Patient eigentlich für sich vorstellt. Gibt es irgendein Argument, weswegen er möglicherweise sagt, nein, also ich habe mein Leben gelebt, ich möchte solche große Operationen überhaupt nicht und ich habe Sorge vor Schmerzen, Krankenhausaufenthalten oder andersherum. Ist es vielleicht eine Lebensphase, in der er unbedingt noch Abitur des Enkels erleben möchte, das in 4 Wochen, 2 Monaten oder sowas stattfindet oder noch länger hin ist und er sagt, darauf arbeite ich hin und mir ist alles recht, dass das von mir erreicht wird. Und man muss sich dann fragen, gibt es möglicherweise Vorbehandlungen, Chemotherapien, Bestrahlungen? Gibt es irgendwelche Nachbehandlungen, die man jetzt schon planen muss? Verträgt der Patient die? Welche Verfahren wähle ich? Gibt es neuere Medikamente, von denen wir vielleicht noch gar nichts gehört haben? Auch solche Dinge. Dann gibt es möglicherweise besondere Erfordernisse für meinen Patienten. Hat der möglicherweise eine schwache Niere? Muss ich davon ausgehen, dass ein Nierenersatzverfahren hinterher stattfinden muss? Viele, viele Fragen, viel zu viel für einen alleine. Darum ist es zwingend erforderlich, dass diese superkomplexen Patienten in möglichst großer Runde mit möglichst vielen Fachdisziplinen besprochen werden. Dafür sind onkologische Zentren etabliert. So welche betreiben wir auch. Wir treffen uns regelmäßig an mindestens 2 Tagen in der Woche, es sind de facto viel mehr, aber meine Abteilung, unsere Abteilung ist 2-mal in der Woche in solchen großen Konferenzen mit dabei. Und da besprechen wir mit unseren Radiologen, mit den Strahlentherapeuten, wir besprechen mit unseren Onkologen, wir besprechen mit den Pathologen, niedergelassenen Praxen, die Patienten vor, weiter behandeln, was denn möglicherweise die optimale Behandlung für diesen individuellen Patienten ist. Und jeder äußert sich dazu und man schnitzt, auch wenn es natürlich Therapiestrategien gibt, die ich Ihnen im Weiteren noch zeigen werde, möchte eben wirklich für jeden individuellen Patienten das optimale Konzept schnitzen. So, die wichtigsten örtlichen Faktoren sind für eine Prognose, ist der Tumor weg oder ist er noch da? Da gibt es so, das haben Sie vielleicht mal gehört, R1, R2, R3. R2 bedeutet, der Chirurg hat den Tumor nicht nur nicht rausbekommen, er hat ihn sogar durchtrennen müssen, um ihn irgendwie kleiner zu kriegen, weil er in Strukturen eingebrochen war, die nicht erhaltbar waren. Dann geht es eben darum, dass man weiß, wie präzis ist der Tumor hinsichtlich seiner Größe und seines weiteren Verbreitens. Wir wollen als Chirurgen nämlich in allen Richtungen den Tumor natürlich beseitigen, nach oben, unten, links, rechts, vorne, hinten und wenn man so will, in der 4. Dimension der Lymphabflusswege. Denn typischerweise erreichen diese Geschwulste, um die es heute geht, fast eher noch als Blutgefäße, über die sie dann Metastasen wegschicken, die Lymphgewebe, über die sie Metastasen wegschicken, sodass Lymphknoten die erste Absiedlungsstation sind, die wie Filterketten hintereinander geschaltet sind.
Außerdem wollen wir natürlich fragen, wie kriegen wir das Ganze, nachdem wir operiert haben, wieder heil? Gehen wir ein bisschen weiter. Wir operieren grundsätzlich immer schichtgerecht. Also wir wollen, dass Organe, so wie sie sich mal in der Embryologie ausgebildet haben und dadurch Bereiche zwischen den Organen bestehen, die nicht zum Beispiel von Blutgefäßen durchkreuzt werden, die will man natürlich achten, denn in diesen Schichten kann man besonders blutsparend operieren. Man schont auch Nerven. Und das sind die wesentlichen Dinge. Außerdem werden auch diese Schichten häufig von Tumoren, zumindest eine gewisse Zeit lang, wenn sie sich ausbreiten, noch respektiert, sodass sich das anbietet. Es gibt auch Tumoren, die überschreiten genau diese Grenzen, brechen darüber hinweg, sodass man dann komplexere Verfahren machen muss. Dann ist es so, dass wir eben Metastasen möglicherweise in einer gleichen ersten Operation mit entfernen. Da muss man sich natürlich sehr genau fragen, ob es wirklich die einzigen sind, ob wir den Patienten nicht damit schädigen dann. Und wenn Geschwulste, und das gilt natürlich nicht für alle, aber in Nachbarorgane eingebrochen sind, soll man sie nicht davon trennen, sondern man soll sie möglichst eben mit einer gesunden Umgebung, das heißt auch unter Mitnahme von Nachbarorganen, herausoperieren. Ein ganz kurzer Ritt mal durch die Anatomie. Links oben im Bauch unter dem Zwerchfell sitzt die große Leber. Rechts oben, links oben sitzt die Milz. Der Magen von der Speiseröhre, die hier ungefähr durch das Zwerchfell tritt, schließt sich an die Speiseröhre an, läuft aus in den Zwölffingerdarm, der dann in vielen Kehren in den Dünndarm ausläuft, der so im rechten Unterbauch in den Dickdarm übergeht. Der Dickdarm steigt dann rechts hoch, knickt unter der Leber auf der rechten Seite zum queren Darm ab, der wiederum links an der Milz nach unten absteigt, diese S-förmige Schwingung des Sigmadarms bildet und dann zum geraden Mastdarm zum Rektum herunterläuft. Diese Organe gehören zu dem, was wir heute besprechen wollen. Zum Beispiel ist es nämlich so, dass die alle, was die Bauchorgane angeht, ein ähnliches Metastasierungsverhalten haben. Einerseits die Lymphknoten, die zu ihnen gehören, entsprechend ihres Ausbreitungs- und ihrer Blutversorgungssituation. Und die blutweggespülten Metastasen landen in einem System, das Pfortader heißt. Und zwar sammelt die Pfortader aus dem gesamten Darmtrakt, durchaus auch aus der Milz, das Blut ein und führt es auch aus dem Magen und führt es hin zur Pforte in der Leber. Deswegen heißt die so. Also es ist nicht so, dass das Blut aus dem Darm, aus dem Magen, aus der Milz, aus der Bauchspeicheldrüse hinflösse zur großen Hohlvene und zum Herzen transportiert würde, sondern zwischengeschaltet ist die Leber als Filterstation. Hier sieht man mal ein Bild eines Patienten, eine CT-Untersuchung, bei der man Blutgefäße gefärbt hat, nämlich genau diese Vene entspricht dieser Vene hier. Und diese ist diese. Und hier muss man sich jetzt die Leberpforte vorstellen. Dieses ist die Leber. Und wenn eben mit dem Blutstrom, Pfortaderblut, Metastasen wegtransportiert werden, bleiben sie in der Leber hängen und machen dieses Bild. Hier ist also eine sehr große Lebermetastase. Hier sitzt leider noch eine. Da sitzt noch eine. Da sitzt noch eine. Das Ganze ausgehend von einem Mastdarmkrebs oder Sigmakrebsleiden. Das ist diese Vermehrung. Dieses ist der Dickdarm im Sigmadarmbereich. Dieses ist der Blinddarm, der nämlich hier durchhängt. Blinddarm, der aufsteigende Dickdarm sehr weit. Es ist nämlich hier, dieses ist auch wieder Dickdarm, das ganze System gestaut. Dieser Darmtumor verschließt regelrecht den Darm und hat sogar noch Metastasen gebildet. Metastasen sind nicht so, dass man dann alles fahren lassen muss, sondern wenn man Metastasen hat, kann man durchaus auch einiges noch an Operationen den Patienten anbieten oder eben auch an Operationen im Anschluss an besondere Behandlungen. Da gibt es also sehr, sehr differenzierte Regime. Wenn man allerdings Metastasen findet in der Leber und die primär entfernbar sind, ist es tatsächlich so, dass an sich eine Entfernung gefolgt zum Beispiel von einer Nachsorge oder von einer nochmal Chemotherapie gefolgt wird. Aber sind Metastasen nicht primär resektabel, ist es durchaus so, dass man zunächst, und dann gibt es eine Vielzahl etablierter Verfahren und auch ganz neue und möglicherweise sogar sehr wirksame Medikamente, das Metastasierungsmuster zu reduzieren und eben doch einen Patienten heilend, um das geht es nämlich, noch operieren zu können. Wenn man Metastasen operieren will, muss man wissen, dass Patienten eben ausreichend gesund sind, dass es die einzigen sind, dass man, wenn man Leber
operiert, auch ausreichend gesundes Lebergewebe überlässt. Denn die Leber ist als wesentliches Stoffwechselentgiftungsorgan lebensnotwendig und kann nicht ersetzt werden, wie zum Beispiel die Niere ersetzt werden kann. Ausschneiden kann man Lebertumoren, solche Metastasen, indem man zum Beispiel regelrecht eine Ecke rausschneidet oder so einen Happen rausschneidet. Dann ist es so, dass die Leber aufgrund ihres Feinbaus, den man von außen im Organ gar nicht ansieht, in verschiedene sogenannte Sektoren oder Segmente aufgeteilt werden kann, die ihrerseits alle eine einzelne Blutversorgung haben und vor allem auch einen einzelnen Galleabfluss, sodass man durchaus, wenn man diese isoliert, solche Teile der Leber entfernen kann, ohne dass es dramatisch blutet oder Teile nicht mehr entsprechend blutversorgt sind oder ein Gallestau besteht, sodass sich also eine riesige Vielzahl an möglichen Leberteilentfernungen ergibt. So sieht sowas dann in der Wirklichkeit aus. Hier ist im Bereich der rechten Leber eine blöderweise sehr zentral sitzende, ziemlich große Metastase vorgefallen gewesen, die man tatsächlich nicht durch eine oberflächliche Ausschneidung der Leber, guckt man also oben in den rechten Oberbauch hinein, das ist die Leber, entfernt werden konnte, sondern eine sogenannte Hemihepatektomie gemacht werden musste, die Hälfte der Leber entfernt. Das klingt erstmal dramatisch, das sind Operationen, die erstaunlich gut vertragen werden, die wir auch mittlerweile selbstverständlich auch minimalinvasiv durchführen, das heißt also mit kleinen Schnitten, muss natürlich das Präparat irgendwie herausbekommen, die typischerweise gut vertragen werden und die Leber regeneriert sich auch. Binnen weniger Wochen, 8, 9 Wochen, hat sie jedenfalls fast das gleiche Volumen und auch die gleiche physiologische Kraft. Ich gehe da mal drüber hinweg, kann verschiedene Maßnahmen auch zur Einflussnahme auf die Leber bilden. Das ist jetzt mal das aktuelle Empfehlungsschema, wie man Patienten mit einem Stadium 4, in dem Fall beim Dickdarm, behandeln soll, wenn Metastasen vorliegen, das ist das Stadium 4, die man nicht primär operieren kann. Und Sie sehen hier, es gibt eine Vielzahl moderner Medikamente, zum Beispiel Pembrolizumab, das ist ein Präparat, was in besonderer Weise eine Immunschwäche, die Tumoren auslösen, unterdrückt, sodass das Immunsystem wieder volle Fahrt hat und Krebs abtöten kann. Und dergleichen moderne Medikamente, die eben über die Chemotherapien, die man bis vor 20 Jahren eigentlich als alleiniges Schwert in der inneren Medizin hatte, hat man jetzt mit diesen modernen Medikamenten die Chance, dass man darüber ganz gezielt in den Zellstoffwechsel eingreifen kann oder in den Signaltransduktionsweg eingreifen kann und eben nicht relativ ungezielt mit dem Gießkannensystem das Ganze dann behandeln muss. Sie werden teilweise auch nicht besonders gut vertragen, haben aber eine erhebliche und vor allem neue Wirksamkeit, die bisher noch nicht bekannt war. Dieses genannte en bloc operieren, Metastasenproblem, ausgebrochene Tumoren auch ein Problem, ist wichtig. Wir wissen, dass wenn man den Tumor auseinanderbringt, das Überleben drastisch viel schlechter wird. Da gibt es sehr viele medizinische Untersuchungen dazu. Das kann aber im Einzelfall dramatische Ausmaße einnehmen. Hier sieht man zum Beispiel, dass an den Tumor, der im Dünndarm-Dickdarm-Übergang eigentlich nur gesessen hat, dass an den nochmal Dünndarm herangeklebt ist, und zwar an den Tumor. Sowas sollte man nicht trennen, denn dann bringt man dort Tumorzellen, die so abgedeckt sind womöglich zur Bauchhöhle, in der Operation in die freie Bauchhöhle ein, die können sich frecherweise festsetzen und den Patienten erheblich schädigen, dadurch, dass sie dort nämlich dann eine Aussaat in der im Bauchfell auslösen. Hier eine Patientin, die hatte ein Krebsgeschwür in dem Bereich Gallenblase. Hier sieht man Magen, Dickdarm, der Magen läuft aus in den 12-Fingerdarm, hier die Gallenblase und die Leber. Dort saß der Tumor. Und das ist so ausgegangen, dass wir eben diesen Teil der Leber entfernen mussten und entsprechend den Dickdarm abgetrennt haben. Die Gallenblase natürlich auch. Hier das Präparat. Im Endeffekt ist das alles noch gutartig gewesen, aber genau so sieht im Prinzip ein Tumoreinbruch aus, sodass man von draußen kann man das nicht beurteilen, ohne eine Gewebeprobe sagen musste, das hat einen derartig malignen Aspekt, dass wir Sorge haben müssen, weil so einzelne, jetzt sieht man hier einen Gallestein, einzeln liegende Gallesteine, große, auch durchaus vergesellschaftet sind mit Gallenblasenkrebsleiden, sodass in dieser Situation die Sorge gewesen ist, dass ein Gallenblasenkrebsleiden vorliegt, dass man eben
ohne Eröffnung in dieser Weise herausoperieren konnte. Andere Erkrankungen in der Bauchhöhle, hier ein Fettkrebs, das sind Operationen, bei denen eine Chemotherapie, eine Bestrahlung auf diese ganz differenzierten Tumoren, die sehr, sehr dem ursprünglichen Fettgewebe ähneln und deswegen überhaupt nicht anders erreicht werden können als durch eine Herausoperation, ein monströses Ausmaß angenommen hat. Dieses Ganze hier, das ist von unten betrachtet, hier von vorne drauf geguckt, der Tumor, und hier von der Seite drauf geguckt. Und hier sieht man im Liegen der eigentlich ganz schlanken Patientin diese monströse Tumorbildung hier. Diese Geschwulste kann man nur heilen, wenn man sie vollständig herausoperiert. Das bedeutet, dass man alle Organe, die an diesen Tumoren kleben, mitnehmen muss. In diesem Falle ein ungeheuerlicher Eingriff, kommt gar nicht so selten vor, das machen wir durchaus einige Male im Jahr, bei denen man dann Dickdarm und Niere und Bauchspeicheldrüse und Milz, je nachdem, wo das sitzt, wo die Kontaktflächen mit diesem Tumor sind, entfernen muss. Denn diese sogenannten Sarkome, die es dann zumeist sind, schieben das Gewebe zusammen und bilden entzündlicher Art eine vermeintliche Kapsel, die aber keine wirkliche ist, und schält man sie in dieser Kapsel aus und nimmt nicht alles mit, was diese Kapsel rein entzündlich bildet, hat man Zellen belassen und von diesen wächst der Tumor dann zurück und ist noch schlechter behandelbar. Dieses konnten wir heilen. Wir wollen bei unseren Operationen einen möglichst schonenden Zugang wählen. Sie haben eben gesehen, diese riesige Krebsleitung, das macht keinen Sinn. Sowas, wenn man ein Präparat hat von der Größe, können Sie nicht über einen solchen Schnitt aus dem Menschen herausbringen. Wir wollen es auch gar nicht aufbrechen, um eben auch gar nicht die Sorge zu haben, dass wir davon Krebszellen im Bauch verteilen, die sich dann wieder festsetzen können. Wir wollen also einen möglichst schonenden Zugang aber wählen, weil es nachvollziehbar ist. Je kleiner der Schnitt ist, umso schneller kann ich aufstehen, weniger Schmerzen, hohe Leberluft, bin nicht bedroht durch eine Lungenentzündung, muss nicht so viel Schmerzmittel nehmen, dass dadurch mein Darm träge wird. Und diese Dinge, nebenbei ist es natürlich auch ein kosmetisches Argument, aber das ist in den seltensten Fällen tatsächlich, hier geht es ja um die Wurst, so, dass es sticht. Aber es soll natürlich sich auch nicht übermäßig kapriziert werden, dass man viel zu große Eingriffe, möglicherweise gefährliche Eingriffe, dann wagt, nur um einen möglichst kleinen Schnitt zu machen. Denn auch eine Operation, die lange dauert, auch eine Operation, bei der es unter Umständen eben doch zu Blutungen kommt, die man vielleicht in einer offenen Chirurgie mit normalem Schnitt nicht erlebt hätte, das ist natürlich auch eine erhebliche Belastung des Organismus und durchaus auch prognoserelevant. Aber man kann sich leicht vorstellen, dass also zum Beispiel eben in der Darmchirurgie, die wir nahezu ausschließlich laparoskopisch operieren, diese alten Schnitte von früher gegenüber diesen von heute, die eigentlich eher noch kleiner geworden sind, dass das besser vertragen wird, liegt irgendwo auf der Hand. Aber ebenso hübsch wie hier Menschen, die über die blasende Spiegelung der Brusthöhle machen, über es gab mal eine Zeit lang sowas Notes, dass man über natürliche Öffnung des Körpers irgendwelche Maßnahmen machte. Das ist dann doch ein bisschen verlassen worden. Aber es gibt eben Dinge, die helfen uns trotzdem sehr. Eine wirklich fantastische Neuentwicklung ist die Option, dass man in der Bauchhöhle nicht mehr, wie wir das noch so 25 Jahren gemacht haben, als dann die Ära richtig anfing mit der sogenannten laparoskopischen Chirurgie, dass wir in der Bauchhöhle nur starre Instrumente haben, sondern es gibt eben nun Instrumente, die praktisch in der Bauchhöhle analog zur menschlichen Hand funktionieren. Dass man also von außen ein gerades Instrument einbringt, das dann im Bauch aber abknickt, sagenhaft. Verschiedene Instrumente kann man darauf aufsetzen. Es gibt da verschiedene. Wir haben einen Da Vinci-Roboter hier im Haus, der mit vier Armen operiert. Einer ist mit einer Kamera besetzt. Drei tragen diese Instrumente. Das wird komplett vom Chirurgen gesteuert. Also es gibt niemanden, der da ein Programm eintippt und dann läuft das so, sondern jegliche Bewegung dieser Maschine macht der Chirurg weiterhin über so zwei Joysticks. Da steckt man seine Hände rein. Sie sehen gleich nochmal einen Film davon. Leider kann ich die Ihnen nicht aus der Präsentation zeigen. Das muss ich mit dem Computer nebenan machen. Hier sitzt man, schaut da hinein. Hier kommen die Arme hin. Unten muss man noch mit Pedalen die Kamera steuern. Man verschmort Gewebe, man durchtrennt Gewebe, löst bestimmte Instrumente aus, die Klammernahten setzen und so weiter. Man muss also durchaus beidhändig und beidfüßig sich an dieses System gewöhnen. Das hat eine gewisse Lernkurve, aber dann ist es sensationell besser als das, was wir bisher kannten. So sieht das dann im Operationstheater aus. Hier ist der arme Patient, hier dieses doch wirklich beängstigende, wie aus der Zukunft kommende Gerät, der, wenn er sich bewegt, noch beängstigender ist.
Es ist so, ein erfahrener ärztlicher Kollege, Chirurg, steht immer auch mit am Tisch, steril gewaschen, genauso auch wie eben die Schwester, die Instrumente anreicht. Für den Fall, dass man eben die Instrumente tauschen möchte, für den Fall natürlich auch, dass es Probleme gibt. Es muss ja jemand da sein, der im Zweifel auch einen Bauchschnitt machen kann oder irgendeine Maßnahme am Patienten ergreifen kann. Denn der Chirurg sitzt hier, da sitze ich an dieser Konsole, hier stecken meine Hände drin und bewege, und das könnte ich theoretisch auch von außerhalb des Krankenhauses machen, damit die Maschine. Die Bewegungen, die man da macht, sind so, dass wir eine gewisse Übertragung haben, also eine Bewegung, die außen ungefähr so einen Umfang hat, ist im Bauch millimeterweise. Man muss wissen, dass der Roboter keine sogenannte haptische Rückspiegelung gibt, also sie merken nicht, wenn sie was übermäßig fest anfassen. Sie müssen es so lernen, dass sie das mit ihren Augen kontrollieren können. Mal schauen, das will ich Ihnen mal eben zeigen, das ist tatsächlich schon ganz spektakulär, wenn man mal sieht, wie das die Maschine dann auch arbeitet. Ein bisschen hoch. Da ist ein ähnliches Setting wie gerade, da rudert dieses Gerät, da sitze ich traurig im Nebengelass. So richtig spektakulär ist es nicht, denn man sieht ja, dass die springende Schwester durchaus viel Zeit hat, auch die Augen ein bisschen zuzumachen. Und mit diesen kleinen, feinen Bewegungen steuert man eben jetzt diese Monstermaschine, die aber ein ganz sanfter Riese ist und uns eben erlaubt, auch in super schlecht zugänglichen Ecken in der Bauchhöhle, tief im Becken, oben zwei Höhleneingriffe, Bauch und Brustkorb für Speiseröhreneingriffe durchzuführen. Wir können damit an der Bauchspeicheldrüse, ein wirklich sehr heikles Organ, Operationen durchführen. Also eine Riesenerrungenschaft der Medizin, dass das geht. Denn es erlaubt uns eben auch, damit diese minimalinvasive Chirurgie anzuwenden, auch bei Patienten, bei denen früher diese Eingriffe zu kompliziert waren. Ich möchte jetzt noch einmal kurz in einzelne Erkrankungen eingehen. Sehr häufiger Tumor ist der Darmkrebs, das ist das zweit- bzw. bei Darm ist das dritthäufigste Tumorläusen, weil die immer noch viel Brustkrebs bekommen. Und wenn man sich das mal überlegt, 6% aller Deutschen kriegen im Jahr, im Leben einen Darmkrebs, was schon eindrucksvoll ist. Also wenn man 100 Menschen vor sich stehen hat, man weiß ganz genau, 6 von denen werden betroffen sein. Es ist so, dass Darmkrebserkrankungen auch typischerweise auch später im Leben auftreten und typischerweise hier ist ein Mastdarmkrebsleiden nur deswegen bei Männern abnehmen, weil es einfach weniger, das sind absolute Zahlen, also wie viele es tatsächlich pro Jahr mit dieser Erkrankung trifft. Es ist so, dass Männer im höheren Lebensalter einfach gar nicht mehr da sind und deswegen auch seltener diese Tumorerkrankung betrachtet wird. Typischerweise, weil es ein so häufiges Leiden ist, ist die Behandlung sehr gut bekannt. Es ist so, dass man, wenn keine Metastasen vorliegen, das hatten wir vorhin schon besprochen, eigentlich immer eine Operation empfiehlt. Hier geht es um Dickdarmkrebs, nicht den Mastdarm. Da sieht das ganz anders aus, der sich noch mal ein bisschen fieser verhält und auch wegen der Lage unten im Becken mit immer Frage dauerhafter Dickdarmausgang, Rückfall im Becken, gehe ich gleich noch drauf ein, ganz schreckliche Dinge. Beim Dickdarm ist es so, dass man ihn eigentlich stets operiert. Es ist so, dass man unter Umständen bei bestimmten Konstellationen, wenn wir dann in der Operation feststellen, dass bestimmte Risikofaktoren bestanden haben, große Tumoren in der Operation aufgebrochen sind, dass bestimmte Oberflächeneigenschaften bestehen, dass man eine Tumornachsorge anschließt, die auch eine Chemotherapie beinhaltet, ganz besonders auch bei bestimmten erblichen Tumorformen, wenn wir das herausfinden, würde man das tun. Und zwar ist es so, es gibt eigentlich weit, weit überwiegend, sind es natürlich schon Genveränderungen, die zu Krebs führen. Manche aber von denen werden regelrecht ererbt. Gibt es also ein, das haben Sie möglicherweise auch schon mal gehört, ein Lynch-Syndrom oder haben mal was von Mikrosatelliteninstabilitäten gehört. Letztendlich sind das Störungen, bei denen Reparaturen des Genoms, die auftreten müssen oder die stets auftreten und die eben repariert werden müssen, nicht heil gemacht werden können. Bei diesen Patienten ergeben sich bestimmte Implementationen, dass sie in besonderer Weise durch eben Darmkrebsfälle bedroht sind. Dann gibt es noch Menschen, die durch eine Überzahl von Polypenbildungen betroffen sind, auch durch eine Mutation, sodass man, wenn man dies weiß, eben auch das Therapiekonzept darauf genau zuschneiden muss.
Grundsätzlich sind Darmtumoren gut zu operieren. Erstens hat man ziemlich viel Dickdarm. Selten muss man ihn, wie zum Beispiel eben gezeigt, wenn man diese Polypen im gesamten Dickdarm gekleckert hat und weiß, man wird Krebs bekommen. Man weiß nur nicht 100% wann, aber eben in jungen Jahren, sodass man vor dem Alter von 20 empfehlen muss, den gesamten Darm zu entfernen. Das ist normalerweise bei Patienten nicht so, sodass man sich eben entscheiden kann, ob der Darmkrebs mehr links oder mehr rechts sitzt. Und dann durch die Radikalität am Ort, da fehlt eigentlich schon, braucht man nur ein kleines Stückchen Darm zu entfernen, wenn hier der Tumor sitzt, um im Gesunden zu sein. Aber die Radikalität erreicht man dadurch, dass man alle die Lymphknoten, die entlang der Schlagadern laufen, dass man die mitnimmt, wenn man ein zentrales Blutgefäß herausoperiert, sodass wir das am Dickdarm rechtzeitig durch eine Entfernung dieser Schlagadern, der Dünndarm hängt hier dran, oder auf der linken Seite durch eine Entfernung der Schlagadern, die man hier sieht, mit dann ihrem gesamten Lymphknotenbesatz dadurch eine sehr gute Radikalität schaffen, denn eine Geschulz, die hier sitzt, streut eben erst Metastasen, wenn sie es überhaupt schon getan hat, in diesen Lymphknoten, dann in jenen, dann erst in diesen, sodass wenn man den mitnimmt und auch das Blutgefäß mitnimmt und das, was eben dann auch nicht mehr Blut versorgt wird, weiß man, an sich ist in den vier genannten Raumrichtungen radikal vorgegangen worden. So sehen so Operationspräparate aus, beispielsweise bei einem Sigma-Sitz oder hier beim Deszendenz-Tumor. Hier sieht man den Tumor so als Einziehung. Der Darm ist eröffnet und das ist eben das große Blatt der Blutgefäße und der Lymphknoten, die man dabei mitnehmen muss. Hier auf der rechten Seite. Beim Mastdarm verhält es sich anders. Der Mastdarm sitzt erstens ja tief im Becken, ist operativ viel schwieriger erreichbar. Zum anderen ist es so, dass wenn dort, weil die Längen der Blutgefäße, an denen er hängt, viel kürzer sind und die umgebenden Räume viel enger, der Tumor seine Organgrenzen etwas überschreitet, er möglicherweise auch sofort in Nachbargewebe eingewachsen ist, sodass die örtliche Radikalität ein großes Problem darstellt und man früher, noch vor Beginn der 90er Jahre, häufig örtliche Rückfälle sah. Und man kann sich vorstellen, nach Operationen im Becken ein Krebsrückfall in das schon Operierte, der dann seinerseits hineinwächst in die Blase, in Nerven, auch einen üblen Geruch auslöst. Das sind ganz grauenhafte Schicksale, sodass ein hohes Interesse immer bestanden hat, irgendetwas zu tun, das einerseits das Überleben beim Mastdarmkrebs möglicherweise noch verbessert, aber vor allem auch die örtliche Rückfallrate reduziert. Dazu gab es immer wieder neue Stadien, Studien. Letztlich ist es aktuell so, dass bei Patienten, die ein nicht ganz frühes Stadium der Tumorerkrankung haben, die man ohnehin örtlich entfernen kann, das hatte ich Ihnen ja gezeigt, weil Lymphknoten eben noch nicht erreicht werden können, prinzipiell, weil nur die oberflächlichsten Schichten des Darmes erreicht sind und damit eben noch nicht die Lymphspalten erreicht sind. Bei Patienten, die etwas weiter fortgeschritten sind in ihrer Erkrankung und man Sorge haben muss, dass beispielsweise eben doch Lymphknoten schon betroffen sind und die sich in der Bildgebung als vielleicht verändert zeigen oder die Hüllbegrenzung des Mastdarmes schon erreicht wird, bei diesen Patienten ist es so, dass man eine Vorbehandlung macht. Und zwar fast immer mit einer Bestrahlung, die unterschiedlich ausgestaltet sein kann, oder mit einer Kombination aus einer Strahlung kombiniert mit einer Chemotherapie, die dann durchaus einige Monate in der Summe geht. Es gibt sogar bei tiefsitzenden Tumoren neue Ansätze, dass man sich überlegt, wenn man relativ frühe Stadien hat und man erkennt, dass der Patient auf diese entsprechende Behandlung mit einer Chemotherapie in Kombination mit einer Bestrahlung sensationell angesprochen hat und der Tumor futsch ist, denn das gelingt durchaus in einigen Fällen, dass man ein sogenanntes Watch-and-Wait-Konzept verfolgt und dann erstmal nur schaut, ob er denn wiederkommt. Engmaschig den Patienten kontrolliert und unter Umständen dann aber zeigt sich irgendwas, nochmal losschlagen muss. So sehe ein Operationspräparat aus. Der hier gezeigte Professor Hielt hat in den 80er Jahren einen chirurgischen Herangehensweg dafür gewählt, wie man solche Tumore gut behandeln kann und eben die komplette Ausschälung dieses Mastdarms mit seinen Hüllschichten
angestrengt und dadurch schon die Zahlen für Lokalrezidive sensationell senken können, sodass alle dem nacheifern. Das sind die Präparate, die man erreichen möchte, die ganz glatt spiegeln sind. Hier sieht man den Tumor vom unteren Ende weit entfernt. So soll es sein und so sieht sowas nach einer Vorbehandlung aus. Hier zum Beispiel Kreuzbein, da die Blase, also hier ist Patienten hinten, hier vorne. Und der Tumor hat aktuell vor der Operation noch eine doch beträchtliche Größe. Hier muss man sich die Prostata vorstellen. Nach der Bestrahlung sind diese Schichten alle wieder da und nach der Vorbehandlung, vor Chemotherapie. Und vom Tumor ist tatsächlich dann auch in der Gewebsuntersuchung unter dem Mikroskop nichts mehr übrig. Ideal, wenn das als Ergebnis geschieht. Da gehe ich mal drüber hinweg, das ist zu viel. Das möchte ich auch nicht. Ein paar Sätze zur Speiseröhre. Speiseröhrenkrebs, ein sehr gefährliches Leiden. Man muss zwei Höhleneingriff durchführen, weil eben doch auch der Brustraum, der Bauchraum operiert wird. Auch beim Speiseröhrenkrebs, der eben ein so gefährlicher Krebs ist, ist es so, dass man eine Vorbehandlung mit Chemotherapie und Bestrahlung macht. Bei bestimmten Fällen ist es beinahe vielleicht noch komplizierter als bei den anderen, sodass in jedem Falle diese Patienten alle in großen Konferenzen auch besprochen werden müssen, um da das Richtige zu finden. Und je nach Typ, den man in der Speiseröhre als Krebs hat, es gibt welche, die mehr oben sitzen, welche, die mehr unten sitzen, ist es so, dass manche Patienten, die nämlich mit Plattenepithel krebsen, dass die ein besonders großes Risiko haben, dass sie auch Nachbarkrebse haben, also im Bereich der Leber, im Bereich des Kehlkopfs oder eine Leberzirrhose haben, denn solche Krebse sind bisweilen vergesellschaftet mit Nikotin- und Alkoholmissbrauch. Auch da muss man sehr genau schauen, ob Patienten den Eingriff überhaupt übertragen können. Von der chirurgischen Maßnahme her ist es so, dass wir die Lymphknoten, die sich bei einem unteren Tumorsitz zeigen, um hier den Magen herum, die Speiseröhre, an den Schlagadergefäßen alle mitnehmen wollen und die Speiseröhre mit entfernen müssen. Bei welchen, die mehr oben sitzen, handelt es sich um diese Lymphknoten. Beides kann man aber durchaus chirurgisch leisten, auch minimal invasiv. Bildet dann, wenn das Ganze herausoperiert ist, hier soll das mal grün markiert sein, was wir da herauszutrennen haben, die Lymphknoten werden einzeln abgesammelt dann als ein Präparat, bildet man aus dem Magen einen Ersatz, eine Ersatzspeiseröhre und kann dadurch sehr schön den Zwischenraum überbrücken. Die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir jetzt gucken, ob es einzelne Fragen schon gibt. Und dann würde ich da lieber noch mal genau drauf eingehen, denn das Thema ist ja riesig. Als Fazit kann man, glaube ich, sagen, die Prognose von Krebsen in der Bauchhöhle ist sehr unterschiedlich. Fast immer ist es noch so, dass die Heilung nur durch eine Operation zu leisten ist. Diese führen wir minimalinvasiv durch. Moderne Medikamente gibt es, die uns möglicherweise dabei noch werden unterstützen können und vielleicht auch irgendwann Operationen eventuell ganz zurückdrängen können. Gegenwärtig ist es so, dass man aber ohne sie eine Heilung nicht erreichen kann. Wir können mal schauen, ob jetzt schon Fragen kommen. Sonst würde ich Ihnen gerne noch ein paar Operationsfilme zeigen. Das sind eigentlich fast immer die spannendsten, wie es eben dann tatsächlich auch im Bauch aussieht. Vielleicht mache ich das jetzt nämlich schon mal direkt. Das ist ja, bis die Fragen eintrudeln. Zum Beispiel sehen Sie hier so einen Da Vinci-Eingriff, bei dem es darum geht, aber das ist schwierig. Unten sitzt die Bauchspeicheldrüse und hier sind die Blutgefäße, die diese Lymphknoten tragen, von denen ich gesprochen habe, und die aufs Subtilste freigeräumt werden können von den Blutgefäßen, ohne dass man sie schädigt, weil man eben mit diesem Haken so um die Ecke gehen kann. Zwischendurch saugt, das ist der Tischassistent, den wir gerade gesehen haben, saugt der Kollege noch, dass eben auch so das Gas abgezogen werden kann. Und in dieser Weise lässt sich eben mit diesem Strom für den Haken aufs Präziseste und dadurch, dass man selber die Kamera steuert, auch wirklich direkt vor Ort
das Präparieren durchführen. Man kann also 100% sagen, man sieht es im Übrigen auch dreidimensional, ob man da an der richtigen Stelle ist. Hier unten wird jetzt eben peu à peu so ein Blutgefäß freigegraben. Das ist alles eben Lymphgewebe ringsherum. Hier die Bauchspeicheldrüse. So kann man dabei präparieren. Hier sieht man jetzt die freigelegten Schlagadergefäße. Hier der große Magen. Jetzt wird noch unter der Leber, die sich oben darstellt, in diesem braunen Ton. Ah ja, wunderbar. Wir werden gefragt, wie lange diese Operation dauert. Ja, Speiseröhrenoperationen gehören sicherlich zu den zeitlich aufwendigsten. Das liegt schlicht daran, dass wir diese Freipräparation im Bauchraum, die Lymphknotenbergung und eben auch das, was sich dann anschließt, diese Magenschlauchbildung machen müssen. Dann müssen wir aber auch noch das Tumorbett im Brustraum operieren. Und zu diesem Zweck muss der Patient, der zunächst in Rückenlage liegt, auf die Seite gedreht werden. Außerdem ist es so, dass man für diese Seitlage, weil wir im Brustraum operieren und die Lunge im Weg wäre, auch noch einen anderen Beatmungsschlauch einführen muss. Also es muss sogenannt umintubiert werden, dass dann nur noch die Lunge belüftet wird auf der Seite des Brustkorbs, wo nicht operiert wird. Das alles frisst in der Summe fast 6 Stunden, sodass diese Eingriffe ungeheuerlich lange dauern. Der eigentliche Bauchakt operativ, der geht relativ flink. Hier sieht man auch nochmal so ein Instrument, mit dem sich eben gleichzeitig verbrennen und verschorfen lässt, was eine große Hilfe darstellt für das Vorangehen, weil man eben dann viel weniger Blutungen auslöst und darüber in wunderbarer Weise eben auch klare Sicht behält. Wenn wir nun den Magenschlauch so gebildet haben, hier sieht man die große Darmbiegung, trennt man mit einem Klammerlattgerät, das ist das, was Sie da sehen, das oben und unten, ja, wie so Heftklammern, reinsticht und dazwischen durchtrennt, trennen wir das Gewebe durch und können so diesen Magenschlauch bilden, den ich Ihnen vorhin da auf der Skizze gezeigt habe. Geben ein bestimmtes Fluoreszenzmittel, denn wir wollen ja, dass der Darm auch bis oben hin durchblutet ist, schalten also auf Schwarzlicht und sehen, oh prima, bis zur Spitze ist der Magenschlauch super durchblutet, mit dem wird man sehr gut einen Speiseröhrenersatz hinkriegen können. Also Sie merken, ich bin ein großer Fan dieses Da Vinci-Roboter-Systems und wir können damit eben Mastdarmkrebs filmen, hätte ich auch noch, in, weiß nicht, wenn man das darauf erkennen kann, ich finde es eigentlich ganz reizvoll. Hier gucken wir jetzt in die Bauchhöhle hinein. Es wird gerade die linksseitige Schlagader, die den Dickdarm auf der linken Seite blutversorgt, präpariert. Das ist das, was Sie da sehen. Da wird jetzt so ein Operationsclip eingeführt. Das ist eben noch klassisch laparoskopisch, diese Einführung. Aber Sie sehen, wie man diesen Clip schnappen kann, nachdem er einmal runtergeflogen ist, dreht ihn hin und her und kann ihn eigentlich wieder einsetzen. Und es ist wirklich beachtlich, was sich damit machen lässt. Gerade wenn man tief im Becken operieren muss, wo ganz wenig Räume sind. Männer haben ein sehr unerfreuliches, also unerfreulich zu operierendes, knöchernes Becken, sehr eng. Wenn man da noch ein bisschen Übergewicht hat, sind die Räume sehr, sehr begrenzt, in denen man präparieren kann. Aber mit diesen Techniken gelingt es eben wirklich sehr schön, auch in super engen Räumen da voranzukommen. Mal ein bisschen nach unten gehen. Hier haben wir jetzt den Blick nämlich schon, ne, das ist fast ein bisschen weit. Hier guckt man jetzt unten in das Becken hinein. Vorne halte ich mir jetzt den Mastdarm nach oben. Und das ist jetzt praktisch der Raum vor dem Kreuzbein, in den man in idealer Weise herunterpräparieren kann, kann aufs Penibelste die kleinen Nervchen, die eben an der inneren Beckenwand entlangziehen und zur Blase laufen und neben Sexualfunktionen, Blasenfunktionen stimulieren, die man also, wenn sie nicht gerade nun vom Tumor wirklich betroffen sind, das gibt es auch, möglichst heile lässt, um sie nicht zu schädigen. Ja, also es wird nochmal gefragt, wann man nach der Speiseröhrenoperation wieder Speisen zu sich nehmen kann, Nahrung zu sich nehmen kann. Wenn wir
Speiseröhrennähte machen. Auch wenn die Ersatzmägen so gut durchblutet sind wie der, den Sie gerade gesehen haben, muss man trotzdem Sorge haben, weil die Speiseröhre nicht überzogen ist mit einem Häutchen, was sich Serosa nennt. Die übrigen Magen-Darm-Organe haben das. Und möglicherweise löst sich dadurch es aus, dass die Naht schlecht heilt. Man muss also da große Sorge haben, dass die Speiseröhren-Magen-Ersatzhaut, Ersatznaht, dass die nicht gut heilt. Und wir deswegen auch mit dem Speiseaufbau unter anderem vorsichtig sind. Es ist auch so, dass der Magen normalerweise ein Reservoirorgan ist und für den Runtertransport nicht ideal geeignet. Es dauert also durchaus bisweilen 4 Tage, bis man ausreichend Transport nach unten hat. Auch der Magenpförtner wird belassen, der auch ein gewisses Hindernis für das Entleeren dieses Ersatzmagenschlauchs darstellen kann. Darum ist es so, wir sind vorsichtig für 4-5 Tage im Anschluss an die Speiseröhrenoperation, was das Essen angeht. Hier ist auch wieder nochmal eine Kontrolle gerade mit Gabe von Fluoreszenzmittel, denn auch da wollen wir natürlich, dass der zur Naht runtergeführte Dickdarm gut durchblutet ist. Also 4-5 Tage dauert es normalerweise. Manche Patienten können erstaunlicherweise schnell essen, andere tun sich schwerer mit der Magenentleerung, aber so, das ist so ungefähr das Mittel. Ja, wenn jetzt keine weiteren Fragen kommen, dann danke ich herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen guten Abend und hoffe, dass Sie gesund bleiben.